So Leute, ich habe schon viel crazy Scheiße gemacht. Das ist die crazyste Scheiße aller Zeiten. Wir sind bei Felix und seiner Angetrauten. Ihr heiratet bald. Wann heiratet ihr? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Freust du dich schon? Ja, natürlich. Wie stark freust du dich? So stark. Yeah! Heiraten. Und der Felix hat einen YouTube-Channel, der heißt. Der steht an der Wand. Der steht an der Wand. Nee, genau. Da steht. Spicy Gossip, Leute. Und das ist deswegen spicy, weil hier liegen diese Mörderschoten, die ich noch nicht mal anfasse. Carolina Reaper. Und die haben, wie viel? 2,5 Millionen, Scoville, ja, ne? Pfefferspray. So, das ist wie Pfefferspray. Das heißt, wenn ihr mit dem Zahnstocher so ein Stückchen von dem Fleisch auf die Zunge tut, ist das so, als ob euch an der Stelle so ein glühender Pfahl durch die Zunge gestoßen wird. Rat mal, wer es nicht macht. Ich. Ratet mal, wer es macht. Der Felix, warum? Masochist. Okay. Und du hast gesagt, du hast schon viele lustige Sachen erlebt. Irgendwelche Hip-Hopper haben sich schon gekrümmt hier und haben. Genau. Hey Nilo. Ach, Nilo. Ach so, wirklich? Yeah. Ja, dich grüße ich auch sehr herzlich. Und wir wollen mal schauen, wie es gleich weitergeht. Im nächsten Teil. Jetzt kommt der Schnitt. Genau. Zack. So, es ist jetzt, wie viel später? 20 Minuten später? Achso, du nimmst auf. Ich bin bei so einem Standbild eingefroren. Also du bist wieder relativ klar zwischendurch, das könnt ihr auf dem Video sehen. Leicht gerötet, ein bisschen aufgedunsen, so ein bisschen ja so die Spuren des Schmerzens. Wie heißt der YouTube-Channel, auf dem man das, was zwischendurch passiert ist, nochmal angucken kann? Spicy Gossip. Spicy Gossip, steht auch da an der Wand. Genau, mit dem Slogan Talk on Fire. Warum wohl? Ne? Talk on Fire, Talk with Tears, Talk with Fire, Talk with... Ach so, und ihr werdet auch noch was lernen. Das ist hier das erste Mal eingeführt worden, die intellektuellen Faust. Immer mal. Ja, mit Zaubertrick. Mit Zaubertrick. Wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen? Ich hab ja schon hart gelitten. Ich bin jetzt nicht so empathisch, aber ich war sehr empathisch in diesem Fall. Wie würdest du deine Gefühle beschreiben? Es ist jedes Mal dasselbe. Ich leide mit und ich denke jedes Mal, ich muss sofort den Notarzt rufen, weil ich denke, dass er erstickt oder sowas. Und was hast du? Ist das dann eher Angst bei dir oder welche Sorte? Ja, Angst. Das ist eher die Sorte Angst. Ja. So, also, wenn ihr die beiden buchen wollt, ihr könnt sie auch für Hochzeitsfotografie buchen. Und Babyfotografie. Genau. Geht auf die Webseite. Also offiziell, soll ich jetzt echt meine Webseite nennen? Felixberner.de oder? Und ninareutelsterz.de. Wie wird Reutelsterz geschrieben? R-E-U-T-E-L-S-T-E-R-Z. Am besten irgendwo einblenden oder so. Ja. Also die beiden sind die coolsten und natürlich die Fotos von Felix, von mir, die James-Bond-Fotos kennt ihr schon. Die Vampir-Fotos könnt ihr auch einfach googeln. Die bald rauskommen. Ihr habt hier etwas Vorbildliches erlebt. Macht's nicht nach, es ist aber trotzdem vorbildlich. Tschö, dankeschön. Ja, danke. Wahnsinn.